So, mein Schatz, viel Spaß in der Kita und ich hole dich danach ab, wie besprochen, und wir gehen zusammen zum Kinderarzt. Aber Mama, ich will nicht zum Kinderarzt. Doch, wir haben aber einen Termin. Manchmal muss das einfach sein. Du, Annalena. Ja? Ich muss heute zum Kinderarzt. Oh, musste ich letzte Woche auch. Blöd, ne? Warum warst du da? Impfung. Oh, bei mir heute auch. Ich habe da gar keine Lust drauf. Und das tut immer so weh. Aber man durfte sich am Ende bei denen aus dem Spielzeugschrank eine Kleinigkeit aussuchen. Das war ganz gut. Echt? Das mache ich auch. Hallo, guten Nachmittag. Hallo. Wir haben einen Termin. Ja, der Name bitte? Mia Hartmann. Ah, 15 Uhr. Nehmen Sie doch kurz noch Platz. Machen wir. Mama, darf ich noch kurz spielen? Ja klar, die rufen uns, wenn wir dran sind. Mia Hartmann, bitte. Ja, wir kommen. Mia, du brauchst keine Angst haben. Ganz und gar nicht. Wir messen jetzt erstmal deine Körpergröße und dann noch dein Gewicht. Und danach kommt dann erst der Arzt. So, Mia, du bist 1,15 Meter groß und wiegst 22,5 Kilo. Das ist optimal. Frau Hartmann, es ist alles in Ordnung. Der Arzt kommt sofort. Und Mia, du kannst dich schon mal da auf die Liege setzen. Bislang war es noch gar nicht so schlimm. Siehst du, das ist auch gar nicht so schlimm hier beim Arzt. Brauchst keine Angst haben. Aber gleich kommt die Spritze. Hallo, du musst Mia sein. Ich bin Herr Dr. Herzlich. Hallo, Herr Dr. Herzlich. Ich bin Mia. War ganz richtig. Ich sehe, bei dir ist heute die Schutzimpfung dran. Das geht ganz schnell und tut gar nicht weh, also keine Sorge. Na Mia, gehst du denn schon zur Schule? Nein, ich gehe noch in die Kita. In welche Kita gehst du denn? In die Kita Sonnenschein. Ach schön, in welche Gruppe gehst du denn? In die Bärengruppe. Ach, dann bist du ja bärenstark. So, das war's schon. Und wo ist jetzt die Spritze? Die habe ich dir gerade schon gegeben. Ich mach schnell noch ein Pflaster drauf. Was möchtest du denn für ein Pflaster? Mit einem Elefanten oder mit einem Affen? Mit einem Elefanten. Okay. So, sehr schön, der Elefant. Und weil du so tapfer warst, darfst du dir jetzt noch aus einer kleinen Kiste was aussuchen. Oh ja. Mama, guck mal, was ich hab. Das durfte ich mir aussuchen. Ach schön, eine Giraffe. Ja, für meine Tiersammlung. So, mein Schatz, jetzt geht's nach Hause. Mama? Ja? Wie oft muss man eigentlich zum Impfen? Ach, nicht so häufig. Schade.